Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und weil es eigentlich nur eine ganz kleine, spontane Ankündigung ist eigentlich, auch in diesem Sofa-Setting mal wieder und mit diesem wundervollen Schatten von meiner Kamera, weil die Sonne durch das Fenster scheint. Es ist wunderbar, dass die Sonne scheint. Das freut mich eigentlich total. Deswegen mag ich dieses Setting eigentlich auch immer total gerne. Ist jetzt ein bisschen unglücklich mit der Kamera, weil ich ein anderes Stativ habe. Und wenn ich das andere verwendet hätte, dann wäre es jetzt nicht so das Problem. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. Ich will auch nur ganz kurz eine kleine Ankündigung machen. Und zwar die Leute, die meine letzten Streams geguckt haben, die wissen bereits, dass ich zusammen mit Emma von Geschichten und mit Katrin, der Bubu Bubu von Bubu Bubus Lesewelt, überlegt habe, eine kleine Leserunde zu starten. Und zwar zu Sebastian Fitzeks Flugangst 7a. Dieses Buch ist bereits im Oktober 2017 erschienen, passend zur letzten Buchmesse, wohlgemerkt. Das ist schon ein bisschen lange her tatsächlich. Ich habe es leider immer noch nicht gelesen und Emma hat es auch noch nicht gelesen und Katrin hat es auch noch nicht gelesen und beide wollen es nun lesen und wir dachten, wir starten einfach eine kleine Leserunde. Gemeinsam lesen macht ja immer ein bisschen mehr Spaß und ist nochmal wieder ein bisschen Abwechslung zum alltäglichen Lesen, sag ich mal. Deshalb haben wir auf der Facebook-Seite, ich habe auf meiner Facebook-Seite von Welt im Buchstaben eine kleine Veranstaltung erstellt zum Thema Leserunde von Flugangst 7a und habe euch diese Leserunde unten in der Infobox, also die Veranstaltung zur Leserunde, einfach mal verlinkt. Wer mag, darf da gerne mal vorbeischauen. Ich lese euch jetzt erstmal allerdings ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Wir haben für Sie reserviert. 7a. Der gefährlichste Platz in einem Flugzeug. Mats Krüger, ein erfahrener und erfolgreicher Psychiater, muss seine panische Flugangst überwinden, als seine hochschwangere Tochter Nele nach jahrelanger Funkstille wieder Kontakt zu ihm aufnimmt. Mats, der nach dem Tod seiner Frau per Schiff nach Argentinien ausgewandert ist, hatte nie wieder vor, zurückzukehren. Doch jetzt bittet Nele ihren Vater kurzfristig, ihr nach der Geburt des Babys Beistand zu leisten. Nach der Teilnahme an einem Flugangstseminar geht Mats an Bord des Langstreckenfluges Buenos Aires-Berlin. Schon kurz nachdem er seinen Platz eingenommen hat, muss er feststellen, dass er sich auf die falschen Ängste vorbereitet hat. Es ist keine Turbulenz, kein Druckabfall und keine Terrorwarnung, die ihn in einen entsetzlich seelischen Ausnahmezustand treibt, sondern der Anruf eines Unbekannten, der ihm eröffnet, dass sich ein ehemaliger Patient an Bord befindet. Jemand, den Krüger einst von mörderischen Gewaltfantasien befreite und den er nun dazu bringen soll, über 600 Passagiere und sich selbst in den Tod zu reißen. Soviel zum Thema Terrorwarnung. Das ist ein höchst aktuelles Thema, wie ich finde, höchst sensibel und ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich auch finde. Deswegen denke ich, es ist unbedingt an der Zeit, dieses Buch demnächst zu lesen. Und wenn du jetzt Lust hast, dieses Buch mit uns zu lesen, in einer kleinen Leserunde, dann darfst du jetzt gerne einfach mal unten einen Kommentar hinterlassen oder in der Infobox auf den Link klicken und zur Veranstaltung kommen. Dann darfst du da einfach gerne beitreten. Es gibt folgenden Plan, der bisher besteht für diese Leserunde. Wir haben uns überlegt, dass wir in 4 verschiedenen Abschnitten lesen. Das Buch hat 380 Seiten. Wir haben sie also auf circa 90 Seiten aufgeteilt, diese Abschnitte. Das sind immer so 15 bis 20 Kapitel. Dieses Buch hat nämlich sehr, 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 sehr viele Kapitel. Die Aufteilung findet ihr jetzt ebenfalls einmal unten in der Infobox und ich blende sie euch hier jetzt auch nochmal ein. Teil 1 ist von Seite 1 bis 97, Teil 2 von Seite 98 bis 187, Teil 3 von Seite 188 bis 283 und Teil 4 von Seite 284 bis Seite 380. Es sind also 4 Teile. Wir haben uns grob überlegt, dass wir vielleicht ja ein paar Wochen an, also so 4 Wochen maximal anpeilen für die langsamen Leser unter uns, aber im Endeffekt werden wir das alles noch sehen, wie es dann läuft. Starten möchten wir am 23.02. Das ist vermutlich, wenn dieses Video online kommt, morgen. So als Start ins Wochenende, morgen Mittag am 23. der Freitag, mittags einfach schön ins Wochenende reinlesen. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass manche nicht mal das Wochenende schaffen, also dass dieses Buch schon bereits am Wochenende ausgelesen ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin nämlich auf jeden Fall sehr, 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 sehr neugierig.
ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs Lesen. Ja, das war die ganz kleine Ankündigung, die ich für euch hatte. Wir starten eine Leserunde zu Flugangst 7a von Sebastian Fitzek. Es ist etwas für die Thriller-Leute unter euch. Und genau, wer mag, darf jetzt gerne dem Link folgen und bei der Veranstaltung teilnehmen. Da folgen dann auf jeden Fall weitere Infos, beziehungsweise ihr findet da auf jeden Fall mittlerweile weitere Infos. Und dann mal gucken. Ich hoffe auf eine spannende gemeinsame Lesezeit. 3 Leute sind wir ja mindestens. Und bin sehr, 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 sehr gespannt, wie dieses Buch verlaufen wird und wie das ausgehen wird. Und freue mich einfach schon riesig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht lesen wir uns dann in der Veranstaltung. Und bis zum nächsten Video.